Es sind alle fit, ist sehr positiv, außer die Langzeitverletzten natürlich mit Mölders, Philipp und Carlsen Bracker, die nicht zur Verfügung stehen. Unter der Woche hatte nur Dani Bayer ein bisschen Probleme am Oberschenkel, den wir vorsichtshalber gestern nicht trainieren ließen. Der ist nur gelaufen, aber er wird heute wieder trainieren und wird dann auch spielen können. Und ansonsten eben waren wir in dieser Woche ohne größere Verletzungsprobleme unterwegs, was gut war. Ich glaube, wir haben konzentriert gearbeitet, wir haben vor allem das Spiel aufgearbeitet, wir haben es analysiert. Wir fahren jetzt optimistisch nach Schalke, weil wir klare Außenseiter sind und an der großen Aufgabe wachsen werden. Und wir werden alles geben und dann schauen, was dabei rauskommt. Wir wissen, dass Schalke sehr, sehr gut ist, zählen zu den oder sind mit Sicherheit bei den 3, 4 besten Mannschaften in der Bundesliga mit dabei. Und sie haben in Hannover gezeigt, was sie können. Wir wissen, was uns erwartet. Wir wissen auch, dass wir an unsere Leistungsgrenze herankommen müssen, um dort was mitzunehmen. Das ist das Ziel. Es ist ganz klar, dass wir dorthin fahren, um einen Punkt oder auch 3 mitzunehmen. Das ist das Ziel, auch wenn wir wissen, dass Schalke sehr, 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 sehr gut ist. Ich glaube, dass wir die Kleinigkeiten in der Offensive und in der Defensive einfach nicht hundertprozentig ausgeführt haben. Wir haben vor dem gegnerischen 16er viel Ballbesitz gehabt und gerade nach der Pause da auch Möglichkeiten gehabt, aber den letzten Pass oder den Ball nicht über die Linie gebracht, wie bei dem Kopfball von Sio. Und vorne hätte ich mir einfach mehr Effektivität und mehr Mumm, auch wie ich es nach dem Spiel schon gesagt habe, gewünscht, eben mal das Herz in die Hand zu nehmen und da in den 16er mit Tempo reinzugehen oder den letzten Pass mit Überzeugung zu spielen und einfach das endgültig zu Torschossen zu bringen und dann auch fertig zu bringen. Und es ist, glaube ich, Fakt, wenn wir in Führung gegangen wären, dann wäre das Spiel mit Sicherheit anders ausgegangen, dann hätten wir das Ding nicht verloren. Und so habe ich das Gefühl gehabt und das habe ich der Mannschaft dann auch gesagt, dass wir ein wenig ungeduldig geworden sind, ab der 60., 65. Minute viele lange Bälle geschlagen haben, weil es, glaube ich, vom Kopf her jeder so drin hatte, unbedingt das Spiel gewinnen zu wollen und zu müssen. Und dadurch sind wir ein wenig eben ungeduldig geworden und haben die Kontrolle über das Spiel nicht mehr so gehabt und sind einfach ausgekontert worden und haben in der Defensive dann auch die entscheidenden Dinge in den entscheidenden Situationen falsch gemacht und Fehler gemacht. Und so verlierst du dann so ein Spiel, wo man nicht verlieren muss. Ja, erstmal hat jeder gemerkt, dass wir in der Vorbereitung oder dass die Vorbereitung nichts mehr zählt. Also jeder hat ja nach der Vorbereitung oder in der Vorbereitung und alle außenrum hat gesagt, es passt alles, ist alles wunderbar und wir kriegen keine Probleme. Aber wir sind am Samstag, haben wir gesehen nach dem Spiel, dass es an Kleinigkeiten hängt, dass es auch in dieser Saison wieder sehr, sehr schwer wird, in der Liga zu bleiben, auch wenn wir jetzt vielleicht 2, 3 oder 4, 5 neue Spieler, gute Spieler mit dazu bekommen haben. Aber es hängt in den Spielen an Kleinigkeiten. Und wenn wir nicht an 100% rankommen, dann wird es schwer, Spiele zu gewinnen. Das hat man am Samstag auch wieder gesehen, weil jeder Gegner gut ist. Und nach dem Spiel hatte ich ein wenig das Gefühl, dass jeder das eingesehen hat, dass es für Augsburg nicht das Ganze in den Himmel wächst, sondern wir müssen hart arbeiten, wir müssen alle Tugenden an den Tag legen, jeder einzelne Spieler, der ganze Verein, dass man in der Liga bleiben kann. Und das ist uns nach dem ersten Spiel allen wieder, glaube ich, so richtig bewusst geworden und den Spielern auch. Und wir haben in der Woche gut gearbeitet und fahren jetzt nach Schalke, um eben als Einheit aufzutreten, um 100% abzuliefern. Und dann bekommt man auch die notwendigen Punkte, hoffentlich. Und so sind wir in der Woche das Ganze angegangen. Natürlich sind die Automatismen noch nicht hundertprozentig da, das ist auch klar. Und da tun sich Mannschaften, wie jetzt Schalke zum Beispiel, die nur eine Änderung haben im Vergleich zum letzten Jahr, natürlich viel leichter. Wir werden noch Zeit brauchen und wir arbeiten und wir werden schauen, dass wir die Automatismen reinbekommen. Und das ist eine Frage der Zeit, bis sich alles besser einspielt. Wir müssen auch Bosé zum Beispiel besser ins Spiel bringen. Wir müssen wissen, wo unsere Stärken liegen und müssen einfach die gezielt einsetzen und das werden wir noch weiter einschleifen und weiter trainieren und dann wird sich das automatisch auch verbessern. Ich glaube, das haben wir noch im ersten Spiel jetzt gesehen, dass wir nur als Einheit eine Chance haben, dass wir nicht so gute Spieler haben, die ständig alleine im Alleingang Spiele entscheiden können. Natürlich haben sie auch Qualität, aber über das Kollektiv, über den Kampf, über die Leidenschaft müssen wir Spiele gewinnen und
sind auch in diesem Jahr wieder Außenseiter um den Klassenerhalt, genauso wie im letzten Jahr. Und im letzten Jahr war es eine riesige Sensation, dass Augsburg in der Liga geblieben ist. Jetzt haben wir neue Spieler mit dazu bekommen, aber dadurch ist es auch nicht so, dass es Selbstläufer ist, sondern es ist dann auch wieder eine Riesenleistung und eine Sensation, wenn wir in der Liga bleiben, weil die Konkurrenz einfach sehr, sehr gut ist. Kurz vor Schluss der Transferperiode. Wir haben also den Vertrag mit Lorenzo Davids aufgelöst. Lorenzo wird zum anderen Verein wechseln und der neue Verein von Lorenzo wird das, denke ich, auch zeitnah dann kommunizieren.